Eine Scheidenpilzinfektion ist eine sehr häufig vorkommende Hefepilzerkrankung der Vagina. Etwa 80% der Frauen leiden einmal in ihrem Leben eine Infektion. Die Symptome sind ganz klassisch und auch oft leicht zu erkennen. Das sind Jucken und Brennen im Bereich der Scheide, ein weißlich-bröckeliger, geruchsloser Ausfluss. Häufig sind auch Schamlippen gerötet und geschwollen. In jeder gesunden, normalen Scheidenflora kommen neben schützenden, dominanten Lactobacillen auch andere Mikroorganismen vor. Das Gleichgewicht zwischen den Lactobacillen und den Pilzen oder Bakterien ist eben zugunsten der Lactobacillen, die einen schützenden Effekt haben. Nach einer Antibiotikatherapie oder durch hormonelle Schwankungen, der Phase einer Schwangerschaft oder nach der Geburt, kann es eben zu einem Ungleichgewicht kommen, zu einer Dysbalance. Da können sich dann eben krankheitserregende Mikroorganismen auch vermehren. Die Zusammensetzung der Vaginalflora ist dabei höchst unterschiedlich. Also jede Frau hat so ihre eigene Vaginalflora. Wichtig ist nur, dass die Lactobacillen eben in der Überzahl sind. Blut und Sperma, das sind basische Körperflüssigkeiten, können den pH-Wert in der Scheide ebenfalls verändern. Eine normale, gesunde Scheidenflora regeneriert sich aber sehr rasch wieder. Ist die Frau sehr empfindlich oder ist prinzipiell die Scheidenflora gestört, können Scheideninfektionen auch getriggert werden. In der Postmenopause sinkt der Östrogenspiegel, es verändert sich die Zusammensetzung in der Scheidenflora, sind eben mehr Haut- und Darmkeime vorhanden, dadurch kommt es auch häufiger zu Infektionen. Für eine ausgewogene, gesunde Scheidenflora reicht es, den Genitalbereich mit Wasser oder pH-neutralen Intimseifen zu waschen. Die Lactobacillen oder die normale Scheidenflora hat eine selbstreinigende, desinfizierende Wirkung, sodass es eben zu keinen Infektionen kommt. Neigt man zu Scheideninfektionen, hilft oft eine Kur mit milchsäurehaltigen Kapseln oder Spülungen, die man immer wieder anwenden kann. Tritt eine Scheideninfektion auf, kann durch eine lokale antimykotische, also eine Antipilztherapie, relativ rasch und schnell behandelt werden. Diverse Hausmittelchen mit in Joghurt getränkten Tampons oder vaginaler Anwendung von Knoblauchzehen ist eher abzuraten. Wenn man sehr empfindlich ist, kann es eben eher zu Hautreizungen oder Einbringung von anderen Bakterienkeimen kommen. Tritt eine Scheidenpilzinfektion zum ersten Mal auf oder ist sie wiederkehrend mehrmals im Jahr, sollte man auf jeden Fall einen ärztlichen Rat einholen.